Krabben, Winkerkrabben, Autor die Seltsank, kennt sie die Winkerkrabben. Oka, sind eine Gattung der Krabben, Bracura. Sie gehören hier zu den Ocrypodidae, gemeinsam mit den Geisterkrabben sowie einigen weiteren Gattungen. Zurzeit sind 93 Arten der Winkerkrabben bekannt. Inhaltsverzeichnis eckige Klammer auf Verbergen eckige Klammer zu 1 Merkmale 2 Verbreitung und Lebensraum 3 Lebensweise 4 Ernährung 5 Fortpflanzung und Entwicklung 6 Systematik 7 Einzelnachweise 8 Weblinks Merkmale eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu Die Winkerkrabben haben einen typischen Krabbenhabitus mit einem breiten Panzer auf dem Vorderkörper, der als Carapax bezeichnet wird. Der Hinterleib ist sehr stark zurückgebildet und wird unter den Vorderkörper geschlagen. Der Kopf befindet sich ebenfalls unter dem Carapax und die Augen sitzen auf Stielen an dessen Vorderkante. Die Antennen sind sehr klein und im Mundbereich befinden sich außer der Mandibel und den beiden Maxillenpaaren drei weitere Extremitätenpaare, die zu Mundwerkzeugen umgebildet sind, Maxillipeden. Wie alle 10 Fußkrebse haben sie 5 Paar Extremitäten, die seitlich am Körper ansetzen. Das erste Beinpaar ist dabei mit Scheren, Kehlen, besetzt, während die hinteren 4 Paare als Laufbeine dienen. Auffallend für die männlichen Winkerkrabben ist die unterschiedliche Größe der Scheren mit einer sehr stark vergrößerten Schere und einer kleinen Schere. Die Weibchen tragen an beiden Scherenbeinen eine kleine Schere. Verbreitung und Lebensraum eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu Winkerkrabben leben als Strandbewohner weltweit in den tropischen Bereichen, vor allem an den Atlantik- und Pazifikküsten des amerikanischen Doppelkontinents, Australiens und den Inseln des Indopazifik. Eine Art lebt auch an der Küste Westafrikas, Ugatangeri. Sie kommen dabei vor allem an sandigen Strandabschnitten oder im Bereich von Mangrovenwäldern vor. Lebensweise eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu. Winkerkrabbenkolonie in einer Mangrove. Die nacht- und dämmerungsaktiven Winkerkrabben leben meistens aggregiert in großen Ansammlungen im Tidenbereich des Meeres. Dabei sind die einzelnen Wohnhöhlen von einem kleinräumigen Revier umgeben, das von einem Krabbenmännchen verteidigt wird. Die Weibchen bilden ebenfalls Bruthöhlen innerhalb der Kolonie. Während der Flut befinden sich die Tiere in ihren Wohnhöhlen und verlassen diese bei Ebbe zur Nahrungssuche. Für australische Winkerkrabben konnte bei dem Revierverhalten beobachtet werden, dass die Bewohner benachbarter Grundstücke sich bei der Verteidigung der Reviere gegenseitig unterstützen, wobei die Unterstützung meistens den schwächeren Rivalen gilt. Diese auf den ersten Blick unlogisch erscheinende Taktik wurde damit erklärt, dass die Männchen lieber schwächere Krebse in ihrer Umgebung haben statt sich gegen dominantere durchsetzen zu müssen. Die Revierkämpfe ebenso wie die Rivalenkämpfe während der Fortpflanzungszeit, SU, können so heftig sein, dass die eingesetzte große Schere verloren geht. In diesem Fall vergrößert sich mit den nächsten Häutungen die kleine Schere zu der neuen großen Schere, während eine neue kleine Schere gebildet wird. Ernährung eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu Winkerkrabben sind alles Fresser und sammeln pflanzliche, tierische und andere Nahrung, die sie bei ihrer Nahrungssuche im trockengefallenen Strandbereich im Detritus finden können. Dabei führen sie die Nahrung mit ihrer kleinen Schere zum Mundraum, was ihnen aufgrund der dabei entstehenden Bewegung den englischen Trivialnamen Fiedlercrabs einbrachte. Fortpflanzung und Entwicklung eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu. Winkendes Männchen der Art Ucaperplexa zur Partnerfindung kommt es bei den Winkerkrabben zu dem namensgebenden Verhalten der Männchen. Diese stehen an ihren Wohnhöhlen und heben ihre große Schere in einem regelmäßigen Takt an, wodurch eine winkende Geste entsteht. Dabei kommt es zu einer Synchronisation der Männchen einer ganzen Kolonie, die alle im Gleichtakt, winken. Dieses Verhalten lockt die Weibchen an, die sich unter den Männchen den passenden Geschlechtspartner suchen. Dabei kommt es außerdem zu Rivalenkämpfen unter den Männchen. Neue Beobachtungen zeigen, dass das Paarungsverhalten der Weibchen davon abhängig sein kann,
wie eine männliche Krabbe das Weibchen bei der Verteidigung des Reviers unterstützt. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. Nach der Begattung legt das Weibchen die Eier als Eiballen und befestigt diesen an der Körperunterseite, wo es ihn mit den Extremitäten des eingeschlagenen Hinterleibs festhält. Mit diesem Ballen verbleibt es für die Entwicklungszeit von etwa 2 Wochen in ihrem Bau und verlässt diesen danach, um die schlupfbereiten Eier in das Tidenwasser abzugeben. Im Wasser schlüpft die Larve, die sich über mehrere Stadien zu einer neuen Krabbe entwickelt. Nach einer planktonischen Phase von etwa 2 Wochen kommen die Jungkrabben wieder an Land. Die Lebensdauer der Krebse ist artabhängig und kann maximal 2 Jahre betragen. Systematik eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die Winkerkrabben gehören gemeinsam mit den Geisterkrabben der Gattung Oecypodae, deren Schwestergruppe sie darstellen, in eine Unterfamilie Oecypodina der Oecypodidae. Ebenfalls in diese Familie werden die Scopimarinen mit der einzigen Gattung Dotella sowie die Macrophthalminen mit der Gattung Macrophthalmus eingeordnet. Nach der Breite des Carapax zwischen den beiden Augenstielen unterscheidet man innerhalb der Winkerkrabben zwischen 2 Untergattungsgruppen. Dabei stellt die Uca-Gruppe die Schmalfrontkrabben und die Minuca-Gruppe die Breitfrontgruppe dar. Die Minuca-Gruppe zeichnet sich zudem durch eine spezifische Haltestruktur des Hinterleibes aus, die der Uca-Gruppe fehlt, weshalb sie als abgeleitete monophyletische Gruppe angesehen wird. Krabben, Winkerkrabben, Tiere, Animals, Natur, Selmk, Kenzi, Selsank, Kenzi.